SRF 2 Kultur. Musik für einen Gast, am Mikrofon Röbi Kolle. Ich begrüße heute Martin Schäfer, einen früheren Kollegen von mir. Wir haben einige Jahre zusammen bei DRS3 gearbeitet. Ich als Moderator, du als Musikredaktor und als Musikchef des Senders. Herzlich willkommen, Martin. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich war übrigens Musikchef genau damals, wo wir zusammengearbeitet haben. Das war eine schöne Zeit. Und du hast ja auch jetzt bei der Vorbereitung dieser Sendung als Redaktor sofort wieder die Initiative ergriffen. Du hast gesagt, man muss doch nicht so lange reden, man sollte mit Musik anfangen. Genau, das nannten wir damals einen Opener und hatten ziemlich genaue Definitionen, wie das klingen muss. Das muss ein Titel sein, der einen gleich anspringt sozusagen und der dafür sorgt, dass die Leute mit Lust dabei bleiben. Und soll ich jetzt den gleich einspielen oder wirst du ihn ansagen oder nachher sagen, was es war? Ich sag gleich, was es ist. Der Titel heißt «Born for a Purpose». Geboren für einen Zweck, für ein Ziel. Ich gebe mich gleich zu erkennen als Mann mit einer Mission. Meine Idee, zum Radio zu gehen, war ja eben dafür zu sorgen, dass gute Musik kommt am Radio. Zum Beispiel, was damals neu war, Reggae. Und darum dieser Titel von Dr. Alimentado, «Born for a Purpose». Thank you.
So, jetzt geht's hier in die Dub-Phase des Titels. Kann ja länger dauern und wir schleichen uns da raus aus diesem Dr. Alimentado Born for a Purpose. SRF 2 Musik für einen Gast mit Martin Schäfer. Warum hast du Reggae ausgewählt? Warum war Reggae für dich so wichtig damals? Reggae hat mich irgendwie musikalisch gerettet in einem Moment, wo ich dann irgendwie zu alt war für Hardrock und Kunstrock. Das hat sich ziemlich schnell ausgelaugt. Und in diesem Moment ist Reggae, die Populärmusik von Jamaika, gekommen und hat, man könnte sagen, die Welt daran erinnert, was Pop wirklich ist. Nämlich eben kurz und prägnant. Alle die Gründe, warum ich zum Beispiel in den 50er Jahren angefangen habe, Rockabilly und all das zu hören, das hat, und noch die Beatles haben nach dieser Devise eigentlich gelebt, bevor sie alles haben explodieren lassen. Und das ist dann aber irgendwie doch ziemlich degeneriert, eben zu Jazzrock und was weiß ich was. Und da wurde ja auch immer bessere Musik gemacht, aber es war vielleicht nicht mehr hatte nicht mehr diese Kürze und Würze, die den wirklichen Pop eben auszeichnet. Und darum Reggae. Und wir waren jetzt gleich zu Beginn bei der Auseinandersetzung mit der Frage aller Fragen. Wofür sind wir da? Born for a purpose. Wir sind zu einem bestimmten Zweck geboren und haben quasi, das Leben hat einen Sinn. Dein Vater war Pfarrer. Wurden solche Themen zu Hause am Mittagstisch diskutiert bei euch? Das wurde eigentlich wie vorausgesetzt. Wobei, ehrlich gesagt, ja, ich bedauere sehr, dass ich mit meinem Vater nicht mehr darüber diskutieren kann, warum bist du eigentlich Pfarrer geworden und so weiter. Und ich habe meinerseits, ich hätte nicht Theologie studieren können, das wäre mir, ich hätte gedacht, das darf man ja nicht, wenn man nicht alles glaubt. Mhm. Und ich konnte nicht alles glauben. Aber irgendwie via Musik habe ich, und da hat der Reggae wirklich auch dazu beigetragen, also eine Figur wie Bob Marley und so, dazu beigetragen, dass die Verbreitung von guter Musik eben meine Mission geworden ist. Du bist eine Art Radiopfarrer geworden in Musiksachen. Genau. Also da kann ich damit leben, wenn man mir das vorwirft. Als ich 1988 zu DRS3 stieß, da warst du schon etabliert, warst eine Respektperson und ich habe damals schon gedacht, er hat nie etwas anderes gemacht als Musikjournalismus. Dabei hast du Philosophie und Geschichte studiert. Was war denn dein ursprünglicher Berufswunsch? Ja, das habe ich eben nicht herausgefunden. Ich war irgendwie so ein bisschen einfach gestrickt. Ich habe gedacht, ja, nach der Schule geht man an die Uni und beschäftigt sich dort mit Themen, die einen interessieren. Und das war noch nicht, natürlich, die Musik hat mich schon beflügelt, aber ich hätte nicht Musik studieren können. Ich spiele ja bis heute eigentlich kein Instrument. Aber die Verbindung, jetzt könnte man sagen, ja, die ist dann halt in den 60er Jahren hergestellt worden zwischen Musik und Politik. Ich bin so gleichzeitig, ich meine, das war auch zuerst die Kennedy-Zeit und all das, gleichzeitig in diese Pop-Musik und in diese sogenannte Gegenkultur reingerutscht und habe da meinen Weg gesucht. Und dann am Schluss hatte ich das Problem, damals konnte man mit Philosophie noch nicht Schule geben, jetzt wäre das anders. Und ich habe mein Studium abgeschlossen und dann wusste ich nicht, was machen. Aber der Abschluss ist interessant. Science Fiction als Ideologiekritik, das war deine Doktorarbeit. Ich stelle mir das so vor, dass der Historiker sich mit der Zukunft beschäftigt, um die Gegenwart zu analysieren. Kann man das so sagen? Ja, und ich habe mich natürlich mit der klassischen Science-Fiction-Literatur der 40er, 50er, 60er Jahre beschäftigt. Also mein Liebling ist bis heute Philip K. Dick. Und auf jeden Fall habe ich diese Liebe zu Politik, zur Frage, was ist das richtige Leben, wie müssen wir eigentlich leben, das habe ich verbunden mit meiner literarischen Liebe zu Science-Fiction. Und da ist diese Arbeit rausgeworden.
Wenn man sich während fast 40 Jahren beruflich mit Musik beschäftigt, so lange warst du bei Radio DRS früher, jetzt SRF, liegt eigentlich die Frage nahe, woher kam denn diese Leidenschaft? Wo wurde der Samen gesetzt? Eben einerseits das Sendungsbewusstsein möglicherweise meines Vaters und andererseits meine Mutter hat nach meiner Geburt etwas gemacht, das ist für mich prägend geworden. Sie hat nämlich vom Stillgeld ein Radio gekauft, gegen den Willen meines Vaters. Der fand nämlich diesen technischen Schnickschnack. Er war ein sehr altmodischer, politisch vielleicht nicht, aber sonst sehr konservativer Mensch. Meine Eltern haben den Zweiten Weltkrieg überlebt ohne Radio. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ging, aber 1948 kam ich auf die Welt und meine Mutter hat ein Radio angeschafft. Und dann ist es mir eben so gegangen wie mit dem Eskimo bei Money Matter. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen? Er hat dank am Radio Freude an Musik bekommen und hat gedacht, das kann ich auch, so ist er ins Unglück gekommen. Nämlich er hat sich für zwei Flaschen Lebertranes noch gut erhaltenes Cembalo gekauft und hat sie in die Höhle genommen. Doch als er Fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen, hat ihn zwischen Krallen genommen. Kunst ist gäng ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht Moral davon, kauft nie ein Cembalo, sonst geht's euch grad eben so wie dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen. Also ich muss noch etwas sagen zum Eskimo. Es ist ja nicht so, dass ich durch meine Liebe zur Musik ums Leben gekommen bin. Ich bin durchs Leben gekommen, dank der Musik. Und das... Ja, das war eigentlich nicht so vorauszusehen. Den Money Matter habe ich damals in den 70er Jahren eigentlich gar nicht so gekannt. Ich war nämlich so Amerika und England orientiert. Ich habe die Berner Liedermacher sträflich unterschätzt. Ich habe nicht gewusst, dass wir in der Schweiz ein echtes Genie haben. Ich habe Money Matter erst entdeckt, als Zürich West den Song «Dynamit» gecovert haben. Den kannte ich nämlich nicht. Gehen wir zurück von 73, das ist das Jahr, wo der Eskimo rausgekommen ist, in die 50er, 60er Jahre, wo du aufgewachsen bist. Was war denn damals angesagt an Musik? Das habe ich entdeckt in Davos. Und das hat einen bestimmten Grund. Am Ende, mitten in der ersten Klasse, musste ich nach Davos, wegen einem Schatten auf der Lunge, weil ich ja in Mellingen, in diesem Schattendorf, Stadt, aufgewachsen bin und wurde für ein halbes Jahr nach Davos geschickt, was auch schlimm war. Aber nach einem Monat oder so stillliegen zur Heilung durfte man dann am Nachmittag auf die Eisbahn. Und auf dieser Eisbahn habe ich die amerikanische Musik entdeckt. Da liefen Sachen, die ich heute vielleicht nicht mehr unbedingt hören würde. Also zum Beispiel einen Folksong, einen amerikanischen Folksong, aber in einer Version, die möchte ich eigentlich gar nicht mehr hören, aber wir hören sie trotzdem. Also einen kleinen Ausschnitt aus Mitch Miller, «Yellow Rose of Texas». Als ich diese Trommel und Pfeife gehört habe, habe ich gedacht, du als Basler, der du ja heute bist, hättest das deshalb ausgesucht. Hat aber nichts damit zu tun. Eigentlich nicht, weil damals lebte ich ja noch nicht in Basel, habe die Fasnacht noch nicht live gekannt, aber vielleicht ein bisschen schon. Und das andere, das war einfach einer der ersten Songs, die mir dann endlos nachgelaufen sind, die mich beschäftigt haben. Und ich muss auch zugeben, noch heute, wenn eine Marschkapelle an mir vorbeizieht, das bewegt mich irgendwie. Positiv? Ja, in der Erinnerung schon, aber jetzt unterdessen weiß ich, das ist Militärmusik natürlich nicht. Aber
Seither habe ich entdeckt, dass das eigentlich ein toller Song ist, ein amerikanischer Folksong. Von dem gab es in den 30er Jahren eine Version vom Singing Cowboy Gene Autry. Und dann in 55, ich war 56 in Davos, 55 hatte der Country-Sänger Ernest Tubb einen großen Hit damit. Und den wünsche ich mir jetzt wirklich. Ernest Tubb, Yellow Rose of Texas. There's a yellow rose in Texas that I'm gonna see. Nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so when I left her, it like to broke my heart. And if I ever find her, we never more will part. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. Oh, Billy Bird now. Where the Rio Grande is flowing and the starry skies are bright, she walks along the river in the quiet summer night. I know that she remembers when we parted long ago. I promised that I'd return and not to leave her so. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. I'm going back to find her, for my heart is full of woe. We'll do the things together we did so long ago. We'll play the banjo gaily, she'll love me like before. And the yellow rose of Texas shall be mine forevermore. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. Ernest Tubb, Yellow Rose of Texas, Musik aus den 50er Jahren, ausgewählt vom Musikjournalisten Martin Schäfer, der beim Schweizer Radio jahrzehntelang nichts anderes getan hat als Musik auswählen und dem Publikum präsentieren. Du warst ja für den Black Music Special zum Beispiel verantwortlich. Genau, den Country Special habe ich auch ein paar Mal in Vertretung meines lieben, besten Freundes Gary Stocker machen dürfen, der ja jetzt leider nicht mehr, der müsste nämlich auch Musik für einen Gast machen. Der ist aber leider Ende 2019 ganz überraschend aus dem Leben gerissen worden. Und hat aber zwei wunderschöne Fotobücher publiziert unterdessen. Das zweite, jetzt erschienen, heißt «Basel on my mind». Also das empfehle ich allen. Jetzt kommt eine knifflige Frage für dich als ehemaligen Musikchef von DRS3. Hörst du noch SRF3? Ich bin zu alt. Es gibt ja den alten Spruch, if it's too loud, you're too old. Ganz so ist es nicht, aber die Musik auf SRF3 ist natürlich jetzt für andere Leute gemeint. Dafür darf ich jetzt mit Vergnügen sogar wieder SRF 1 hören. Und ich höre natürlich SRF 2, vor allem die Jazzzeiten sozusagen, auch die Sendung am Nachmittag von 4 bis 6. Da habe ich manchmal das Gefühl, höre ich jetzt meinen iPod oder ist das einer der Kollegen oder der Kolleginnen, die jetzt diese Musik ausgewählt haben? Also ich bin zufrieden. Also apropos iPod, ich weiß, dass du oft joggen gehst im Park und da hast du immer einen iPod dabei, richtig? Was läuft da bei dir? Da läuft alles von eben zum Beispiel Reggae, Country, Blues, Soul natürlich, in den letzten Jahren auch vermehrt griechische Rembetika, Musik oder allgemein orientalische Musik, Klezmer. Also ich
habe Fortschritte gemacht. Aber ist das kuratiert? Du gehst joggen und voraus sagst du, ich nehme jetzt diesen Titel mit den Übergängen wie früher bei DRS3. Das macht der Algorithmus. Da müsste mich jemand aufklären. Unterdessen, also ich habe auf meinem iPod, da habe ich etwa 16.000 Titel drauf und ich weiß nicht, wie der Algorithmus das macht. Ich sage immer Sankt Algo, wählt. und die Übergänge sind manchmal so sinnvoll, so schön, okay, musikalisch. Keine Ahnung. Ich hab eine Bitte. Ich hätte gern von dir ein paar Angaben zu deinem aktuellen Kultur- und News-Konsum. Bitte deine persönlichen Empfehlungen zu Büchern, Films etc. Erstens mal, nenne mir ein Buch, das du empfehlen würdest. Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal etwas von Stephen King gelesen. Er hat vor bald 10 Jahren eine Art Science-Fiction-Buch geschrieben. Das heißt 11-22-63. Das ist das Datum des Kennedy-Mords. Auf Deutsch heißt es das Attentat. Das ist eine Zeitreisegeschichte, wo der Held sozusagen aus Versehen ins Jahr 59 stolpert und jemand sagt ihm, bleib dann einfach bis 63, dann kannst du vielleicht ja den Mord verhindern. Und total spannend, sehr gut geschrieben. Nenne mir einen Film, der dich begeistert hat. Kürzlich gerade, ja, es war, ich gebe es zu, nicht im Kino, auf Netflix, The Trial of the Chicago 7, also diese Prozessverfilmung des legendären 68er-Prozesses wegen der Demonstrationen in Chicago beim Demokratischen Parteitag, wo Hubert Humphrey aufgestellt wurde, der ja dann leider gegen Nixon verloren hat. Also man kann sagen, die Situation war nicht völlig unähnlich als heutzutage. Martin Schäfer, ein Konzert, von dem du noch lange erzählen wirst. Ganz schwierig. Und ich habe mir überlegt, soll ich jetzt Bob Dylan Locarno 87 sagen oder Bob Dylan im Musicaltheater Basel? Und dann bin ich drauf gekommen, nein, das ist meine Chance, jetzt meinen ganz großen Favoriten zwischen Tex-Mex, Country, Blues, Soul, Jazz zu nennen, nämlich Doug Sam. Texas Tornadoes. Es war irgendwann in den späteren 90er Jahren in der Mühle Hunziken, Rubigen bei Bern. Tolles Lokal, gewaltige Band mit eben Doug Sam und Freddie Fender und dem großen Handörgler Flaco Jiménez und so weiter. Ja, wenn ich Zeitreisen könnte, ich würde gern zurückreisen, um dieses Konzert nochmals zu erleben. Und zum Schluss noch eine Newsquelle, die du täglich anzapfst. Das ist einfach. Es gibt eine norwegische Bob Dylan-Fan-Seite, die heißt Expecting Rain, in einem Wort, expectingrain.com. Und da findet man jeden Morgen so ziemlich alles, nicht nur in Sachen Dylan, sondern überhaupt für alle, die noch, ich sage jetzt mal, handgemachte Musik gern haben, also nicht unbedingt Techno oder irgend so, aber alles andere kommt da rein, auch die Bezüge zur aktuellen Politik und so weiter. Dieser Karl Erik in Norwegen, der, wie man so sagt, er macht einen hervorragenden Job und das ist das, was ich jeden Morgen, gebe ich mich zu erkennen, das muss ich sehen, ist da neu. Das sagt Martin Schäfer, ein ausgewiesener Bob Dylan-Kenner. Darüber reden wir auch noch. Aber wir sind jetzt musikalisch immer noch in den 50er Jahren. Jetzt kommt Ivory Joe Hunter. I almost lost my mind. Wie kommst du auf diesen Titel? Den Titel habe ich auch in Davos auf der Eisbahn gehört. Natürlich nicht von Ivory Joe Hunter, diesem Bluesmann, sondern in der Pop-Rock'n'Roll Version von Pat Boone, die ersparen wir uns jetzt und hören das Original. When I lost my baby, I almost lost my mind. When I lost my baby, I almost lost my mind.
head is in a spin since she left me behind. I pass a million people but can't tell who I meet. I pass a million people, I can't tell who I meet. 'Cause my eyes are full of tears, where can my baby be? And had my fortune read. I went to see a gypsy. I had my fortune read. I hung my head in sorrow when she said what she said. Well, I can tell you people, the news was not so good. Well, I can tell you people, the news was not so good. She said your baby has quit you, this time she's gone for good. My baby. SRF 2 Kultur, Musik für einen Gast. Ich sitze mit Martin Schäfer zusammen, der ein ausgewiesener Bob Dylan-Kenner ist. Ah, wir haben noch gehört, das muss ich noch sagen, Ivory Joe Hunter, I almost lost my mind. Du hast mich eben aufgeklärt, Ivory Joe Hunter, das Elfenbein, hat natürlich zu tun mit den Klaviertasten. So einfach ist es manchmal, bin ich nicht drauf gekommen selber. Genau. Ja, man bezeichnet ja die Leute, die sich intensiv mit dem Werk und der Person von Bob Dylan auseinandersetzen, zum Teil als Dylanologen. Schmeichelt dir das? Ist mir egal. Es gibt andere, die sagen Dylanianer, so wie Wagnerianer. Das sind dann Jünger sozusagen. Ja, nein, ja, oder eben Kenner und ernste Dylan-Forscher, könnte man sagen. Welches war der erste Song von Dylan, den du bewusst gehört hast? Das war eben, der kommt jetzt dann gleich auf Französisch von Hugo Frey, «Don't Think Twice». Und da muss ich schon erklären, also ich bin dann eben von Davos zurück nach Mellingen gekommen und dann 2-3 Jahre später nach Basel, habe an der Herbstmesse den Elvis und so weiter gehört und das hat mich begeistert. Auch in der Schule haben wir natürlich geschwärmt über diese Musik und diese Musik hörten wir aber eben nicht am Schweizer Radio Beromünster, sondern die hörten wir auf Langwelle aus Frankreich, die einen von Radio Luxembourg oder Luxemburg, die anderen auf Europe 1. Da gab es diese Sendung «Salut les copains». Diese «Yeah-Yeah»-Musik, das war der Rock'n'Roll auf Französisch. Die ersten Platten, die ich dann gekauft habe, das war 1963. Johnny Hallyday, Claude François, dann bald auch Sylvie Vartan und François Zardy, das waren meine weiblichen Idole. Und dann kam eben Hugo Frey. Und der Hugo Frey, das war ein, man könnte sagen, der hat so eine Art Folkrock auf Französisch gemacht, auch mit französischen oder Seemannsliedern und so weiter. Und dann war seine Spezialität ab 1964 Dylan übersetzen. Er hat Dylan auch in New York gekannt damals. Und
Das war der erste «Ni pense plus, tout est bien, don't think twice, it's all right». Das war der erste Dylan-Song, den ich wahrgenommen habe. Ich habe Notizen gemacht. Ich war so ein typischer Radiofan. Eben, ich habe Listen gemacht. Was habe ich gehört? Habe aufgeschrieben, «Ni pense plus, tout est bien, Hugo Frey». Und dazu habe ich geschrieben, «Tom Dylan». Also Tom Dylan. Ja, ich habe ihn verwechselt mit Tom Sawyer und Huck Finn, irgendwie so. Aber da, ich weiß noch, dass ich das aufgeschrieben habe auf der Schreibmaschine meines Vaters. Dann habe ich bald mal mir die erste Dylan-Platte gewünscht auf den Geburtstag. Und dann die Stimme von Dylan hören und mich verlieben, das war eines. Das passiert nicht allen so. Es gibt Dylan spaltet ja die Hörerschaft. Die einen lieben ihn, die anderen lehnen ihn ab, unter anderem wegen seiner Stimme. Ja, das ist wie, man sieht jemand auf der Straße, der ist einem sympathisch oder nicht. Mit den Stimmen ist es genau gleich. Das kann man nicht erklären. Ich könnte jetzt viel sagen. Es gibt Bücher über Dylans Stimme und warum er einerseits eben ein problematischer Sänger. Er sagt ja selber, er klinge wie ein Kojote im Stacheldraht. Aber das meint er nicht wirklich, sonst hätte er sich nicht getraut, dann Sinatra zu singen. Sag mir, du als Dylan-Kenner, was ist denn eigentlich Bob Dylans größter Verdienst an der Entwicklung der Popmusik? Dass er eine neue Art von Songs geschrieben hat, die, ja, kann man darüber diskutieren. Das gab es auch schon vorher. Es gab auch schon vorher Protestsongs. Er hat aber die Protestsongs von Woody Guthrie verbunden mit den Popsongs, den Rocksongs. Er hat diesen Graben übersprungen, 1965. Das ist seine große Leistung. Und er hat Texte geschrieben, die, ja, für die hat er am Schluss dann ob das jetzt ein Irrtum war oder nicht, den Nobelpreis für Literatur gekriegt. Ja, ich wollte dich fragen, was ist deine Meinung? Hat er ihn verdient oder nicht? Natürlich hat er ihn verdient. Aber nicht nur er. Cowan hätte ihn auch verdient und Joni Mitchell. Da ging es ja einfach darum, dass die Songpoesie als literarische Gattung anerkannt wurde. Welches war nach deiner Meinung die beste Schaffensphase von Bob Dylan? 63 bis, ja, also 68 ganz sicher. Warum? Weil er in dieser Zeit ja vom Folksänger und Protestsänger zum Beat-Poeten geworden ist, nach dem Vorbild von Allen Ginsberg. Also er hat ganz viele Welten zusammengebracht. Wenn es diese Verbindung von Poesie und Musik und Politik nicht gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht in diesem Beruf gelandet. Dass ich Musik zu meinem Beruf gemacht habe, das hat schon ganz direkt damit zu tun. Hast du eigentlich Bob Dylan je persönlich kennengelernt, getroffen, zum Interview zum Beispiel? Nein, ich bin ja nicht so wichtig. Also wenn du ihn je interviewt hättest, welche Frage hättest du ihm gerne gestellt? Ich hätte ihm wahrscheinlich lieber keine Fragen gestellt. Sicher nicht die Fragen, die ich gern beantwortet hätte. Ich hätte mit ihm über Ernest Happ, Yellow Rose of Texas und Ivory Joe Hunter geredet, über alten Blues und Country und Folk. Da hätten wir uns bestens verstanden und aus dem wäre vielleicht ein Gespräch geworden, wo ich dann so beiläufig mal hätte fragen können, ja, warum ging es eigentlich bei dem Song und so. Aber nein, hat nicht stattgefunden, wird vermutlich nicht stattfinden, also muss nicht stattfinden. Also gehen wir zurück zur französischen Version von «Don't think twice, it's alright». Das ist Hugues Offray, «Ni pense plus, tout est bien». À quoi ça sert de chercher à comprendre? Pourquoi on dit ce qu'on dit? À quoi ça sert de chercher à comprendre? Quand c'est fini, c'est fini. Quand le soleil se lèvera demain, je serai déjà loin, très loin. Il faut se quitter en chemin. Mais n'y pense plus, tout est bien.
ça sert de chercher la lumière quand il n'y a rien à voir? À quoi ça sert de chercher la lumière? Je veux rester dans le noir. Tu peux toujours essayer de me dire ce que tu n'as jamais su me dire quand nous marchions main dans la main. Mais n'y pense plus, tout est bien. Moi j'ai choisi la route solitaire, pareille à celle du vent. Moi j'ai choisi la route solitaire qui va là-bas loin devant. Mais je voudrais qu'on se quitte bons amis. Tu aurais pu faire mieux, ma foi tant pis. Le temps qu'on a passé c'était pour rien. Je n'y pense plus, tout est bien. À quoi ça sert de verser tant de larmes? Ce sont des larmes perdues. À quoi ça sert de verser tant de larmes? Je ne t'entends déjà plus. Sur mon chemin, le souvenir m'attend. On m'avait dit de toi, c'est une enfant. J'allais perdre mon âme dans tes mains. Mais n'y pense plus, tout est bien. Hugo Frey, N'y pense plus, tout est bien. Das war Bob Dylans Titel Don't Think Twice, It's All Right. Und Martin Schäfer ist immer noch bei mir, bei Musik für einen Gast. Wir unterhalten uns über deine Lieblingssongs und wir hören sie. Und es fällt mir auf, es sind bis jetzt keine Frauen dabei. Wo sind die Frauen geblieben? Ja, das habe ich mir zuerst dann auch vorgeworfen und gedacht, ich müsste doch mindestens die Hälfte Frauen stimmen. Es gibt so viele tolle Frauen und eben bei den Franzosen, warum nicht Sylvie Vartan oder Françoise Hardy? Natürlich, die liebe ich ebenso heiß. Oder Aretha Franklin in Amerika und so weiter. Alle diese tollen Frauenstimmen, die sind jetzt einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Und es sind auch viele andere zu kurz gekommen. Es gibt ja tausende abwesende Musiker, die du nicht ausgesucht hast. Wie bist du denn vorgegangen? Jetzt hast du in deinem Kopf vermutlich hunderttausende Titel, tausende Interpreten und du musst dich so beschränken. Wie bist du vorgegangen? Ich habe gedacht, ja, ich muss ein bisschen persönlich erzählen, wie ich zur Musik gekommen bin. Und das ist vielleicht jetzt auch ein Stück weit spürbar geworden. Eben jetzt könnte ich das erste weibliche Idol vielleicht wäre Connie Francis oder Brenda Lee gewesen. Es gab ja keinen weiblichen Elvis, aber es gab damals auch schon Frauen. Ich hätte jetzt auch Patti Smith erwähnen können. Die gehört natürlich auch zu den ganz Großen. Und das andere Problem war, ich wollte eigentlich auch die Musikgattungen einigermaßen repräsentieren. Und da gehört für mich dann auch dazu manches, was ich erst in reiferem Alter kennengelernt habe, man könnte sagen orientalische Musik oder Jazz oder klar Klassik. Also es gibt eine wunderschöne Violinsonate von Mendelssohn, die hat mich schon als relativ kleines Kind sehr berührt. Oder dann gibt es eine Handel-Arie, Tiefdunkle Nacht. Die hat Ernst Häfliger, der Schweizer, große Schweizer Sänger aus Wettingen, wo meine Mutter her war, die hat auch er gesungen. Und auch das ist Musik, die mich tief berührt. Und dann bist du auch noch ein Johnny Cash
Experte sozusagen. Du hast ein Buch geschrieben über Johnny Cash, der kommt auch nicht vor in deiner Liste. Ja, das hat sich so ergeben, dass der Suhrkamp Verlag ein schlechtes Buch über Dylan rausgebracht hat und ich bin jemandem vom Verlag begegnet und habe gesagt, also das kann man besser. Und dann sagten die, ja, ob ich einen Vorschlag hätte, und ich habe Johnny Cash vorgeschlagen und das ist dann zustande gekommen, auch mit Hilfe meines lieben Freundes Gary Stocker. Also das bereue ich nicht, da habe ich unglaublich viel gelernt, auch über Country, über Johnny Cash, über Amerika, über Dylan natürlich. Also wenn man das Register, das Namensregister anschaut, da kommt zuerst am häufigsten kommt natürlich June Carter, seine zweite Frau, vor, und am zweithäufigsten kommt Bob Dylan vor, weil die beiden waren Freunde, die haben viel zusammen gemacht. Also du hast ein Johnny Cash Buch geschrieben, um dann auch wieder über Dylan zu reden. Ja, ein verkapptes Dylan-Buch, könnte man sagen. Jetzt kommt ein Duo, The Bagelman Sisters, das kannte ich ehrlich gesagt nicht. Du hast mir gesagt, das wäre die jüdische Version der Andrew Sisters gewesen, The Bagelman Sisters. Die waren aber weltbekannt, die haben sogar mit Caterina Valente in Deutschland dann gesungen. Sie hießen dann später Barry Sisters, das ist wie bei Dylan. Einen jüdischen Namen wird man im Showbusiness besser los, außer man heißt Barbara Streisand. Die hatte immer den Mut, Barbara Streisand zu bleiben. Die Bagelman Sisters, die sind dann die Barry Sisters geworden und haben eben auf der ganzen Welt gesungen. Und die sind jetzt eben leider die einzigen Frauen, und gleichzeitig repräsentieren sie hier auch die, man könnte sagen, im weitesten Sinn die orientalische oder die Klezmer-Musik, die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, speziell in den letzten, nein, eigentlich seit den 80er Jahren, wo ich an den Berliner Jazztagen mal eine Klezmer-Band gehört habe, und da war George Grunz dabei als Veranstalter, und der stand neben mir und hat gemerkt, wie ich in Tränen war, und er hat gesagt, es zieht, gell? Und das ist das Ding bei aller wirklich berührenden Musik, die muss direkt ins Herz gehen, und das ist bei Blues so, bei Soul, bei Country, und das ist eben auch bei Klezmer so. Wir hören The Bagelman Sisters, A Weibele, A Znie. Lom do bidi bai, lom do bidi bai, lai klicke in a scheine, a zichte ge a reine, wer vermut es dem von Gott im Sinne. Still bescheiden wie a Teufel an die Schumme, getreue mir zusammen, teue Weibel, kenne man sich sein Mechaia, Weibel, ja, Znie, a kuschere Messie, bis wie a Neuze, wie a Zieringenhäus. Es geht mit dir zu reden, es geht auf dir zu kicken. Wie kennt sie mich befreien, wie kennt sie mich erquicken? Mach sitze mir ein Händel, nimmt mich beim harten Fressen. Ich krieg einen Appetit, als ich wusste, ja, gegessen. Lambda bin bei, Lambda bin bei, Leiberudelidelei. Joch, 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 Lambda bin bei, Lambda bin bei, Leiberudelidelei. Lamm ist du, Savoybali, Asnie, Hakusche, Remissie. Geht es dein Arbol, so tut's gefinnen. Oi, wäre so, da klicke in der Schiene, und sich die Gea reine. Wer vermutet es dem von Gott im Sinne? Still bescheiden wie ein Teufel an der Schumme, getreue mir zusammen mit Heier Weibel. Kenne man sich sein Michaia, Weibel, wie ein Knie, ein Kuscher im Mitzie, ist wie ein Neuzer, wie ein Zieringhäus. Thank you.
bei Balliatnie, an Kuscheren mit Sie. Gib dem Beul, dem Wut vermogt, hoia bei Balliat, schäne in als Nie. A Weibele als Nie. Martin Schäfer, was heißt denn das eigentlich? Die Bagelman Sisters, die beiden Schwestern haben wir gehört. Was heißt das? Also, a Weibele ist klar. Eine Frau. Jiddisch. Znie ist auch Jiddisch, aber ein Wort, das, wenn ich mich nicht schwer täusche, ursprünglich aus dem Hebräischen stammt. Gemeint ist einfach eine richtige, eine ordentliche oder vielleicht auch, also in jedem Sinn. Eine, die passt. Genau, genau. Und die Bagelman Sisters, die stammen aus den 30er Jahren. Die Aufnahme, die stammt von 1942 mit dem Orchester von Abe Elstein und mit dem großen Klarinettisten Dave Tarras. Ich liebe diese Musik, ich liebe diese Melodien und Harmonien und diese Tonleitern, die im Grunde genommen eben orientalische sind. Die sind auch verwandt mit dem Blues. Darum hat Klezmer auch in den USA sich dann zum Teil fast fusioniert mit dem Jazz. Auch große Jazzmusiker kamen aus dem Klezmer oder kannten das auf jeden Fall. Gehört auch zum immensen jüdischen Beitrag zur amerikanischen und zu unserer Popmusik. Auch wenn das gar nicht allen immer so bewusst ist. Wir hören zum Schluss einen Song aus Bob Dylans Album Rough and Rowdy Ways, das dieses Jahr herausgekommen ist. Wegen der Ballade, vor allem Murder Most Foul, diesem 16-minütigen Epos über den Mord an John Kennedy. Wir spielen nicht dieses Stück, aber ich möchte trotzdem von dir wissen, Martin Schäfer, warum hat Dylan gerade jetzt diesen Song veröffentlicht über ein Ereignis aus dem Jahre 63? Ja, das könnten wir ihn natürlich fragen. Aber vielleicht würde er sagen, ja, ist dieses Ereignis je nicht mehr aktuell gewesen? Es beschäftigt ihn offensichtlich. Er selber, der 1963 mal gesagt hat, er habe ein gewisses Verständnis für Lee Harvey Oswald, den Kennedy-Mörder. Was er damals gemeint hat, er war ziemlich besoffen, auf Deutsch gesagt. Aber er hat Verständnis für alle Außenseiter. Insofern im Moment war ja auch die große Diskussion, ist Dylan jetzt für Biden oder ist er für Trump? Hat er das je zu Protokoll gegeben? Hat er nicht. Er hat aber eigentlich diese ganze Platte jetzt, einerseits dieser lange, lange Song zu Ehren von JFK, von John Fitzgerald Kennedy, also ein Demokrat. Es ist auch bekannt, die einzigen Präsidenten, mit denen Dylan je etwas anfangen konnte, waren sein Freund Jimmy Carter. Den hat er explizit unterstützt. Bei Bill Clintons Inauguration hat er gesungen. Bei Obama ist er im Weißen Haus aufgetreten. Man stelle sich das bei Herrn Trump vor. Unwahrscheinlicher. Obwohl sie sich die wahrscheinlich kennen, weil die sind ja beide sehr in New York auch verwurzelt. Aber wir wissen nicht mehr, außer dass ein australischer Singer-Songwriter, dessen Namen ich jetzt nicht präsent habe, hat ein sehr schönes Lied aufgenommen vor zwei Monaten ungefähr, A Letter to America. Da hat er ausgedrückt, wie tief besorgt er ist über das aktuelle Amerika und er hat als Schlusszeile gewählt «It's not dark yet, but it's getting there». Das ist ein Dylan-Titel. Ja. Genau. Und dieser Australier hat angefragt bei Dylan und die Erlaubnis ist gekommen. Jetzt kann man sagen, das beweist ja gar nichts. Er hat sich einfach gefreut, dass man ihn zitiert. Aber er hätte es auch verweigern können. Nächstes Jahr wird Bob Dylan 80 Jahre alt, ein fast biblisches Alter für einen Rockmusiker. Nur wenige sind älter. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Tina Turner wird in diesen Tagen schon 81. John Mayall wird in drei Jahren 90, aber sonst sind eigentlich fast alle jünger. Was kann man noch erwarten von Dylan? Ich werde nie mehr mich über die Zukunft von Dylan Hast äußern. Du das mal? Ich habe in den letzten Jahren vielleicht auch gedacht, ja, also die Sinatra-Platten, das ist ja ein würdiger Abschied.
ein Schlusspunkt. Er gibt damit zu, dass er nicht alles auf der Welt selber erfunden hat, dass es vor ihm schon große gab, das fand ich sehr schön. Aber kein Mensch wusste, dass jetzt nochmals je ein Dylan-Song oder ein Album mit neuen Dylan-Songs kommen würde und dass das so gut würde. Das also ist die große Freude. Wir lassen uns überraschen, wie immer bei Bob Dylan, oder? Genau. Zum Schluss also Bob Dylan mit «My Own Version of You» aus seinem aktuellen Album «Rough and Rowdy Ways». Es ist ja ein Leitthema, das bei ihm immer wieder aufscheint. Wer bin ich? Wer bist du? Was ist die Version von dir, die ich gerade sehe? Genau, und hier konstruiert er ja quasi seinen eigenen Frankenstein, einen besseren, einen Rächer, wie den Golem in Prag, also ein, vielleicht gemeint ein Rächer für die Juden, für gegen alles Unrecht, was geschehen ist, da kann man drüber spekulieren, aber es ist mein absoluter Lieblingssong, schon rein musikalisch, der knüpft an bei einer Traditionslinie, da ist «I put a spell on you» drin, da ist ganz viel, sind ganz viele klassische Balladen drin und man kann auch sagen, das ist eine klassische Chaconne, das ist eine Form mit diesen absteigenden Basslinien, die gibt es seit dem Barock. Und das, wenn man «I put a spell on you» hört von Nina Simone zum Beispiel oder von Creedence Clearwater Revival das, oder auch «Hotel California» von den Eagles, auch das sind Chaconne. Und Dylan macht das hier, verarbeitet unglaublich viele musikalische, aber auch literarische Bezüge, eben Frankenstein und der Golem ist alles auch drin und das Thema eben einerseits, wer bin ich, könnte ich eine bessere Version von mir konstruieren? Oder man könnte sogar sagen, vielleicht eine bessere Version von Trump, der nämlich seine Versprechen einhält und den Entrechteten zu ihrem Recht verhilft. Das ist die große Illusion bei Trump. Dylan singt vielleicht auch von dem, aber da würde ich mich nie getrauen, ihn zu fragen, an was hast du da gedacht? Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Martin Schäfer, dem ehemaligen Kollegen von Radio DRS3, später SRF3. Und ich wünsche dir alles Gute, Martin. Vielen Dank. Danke. All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'm gonna bring someone to life, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean. I'll take the Scarface Pacino and the Godfather Brando, mix it up in a tank and get a robot commando. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and a hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me, I'm saying the hell to all things that it used to be. Well, I get into trouble
then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like a Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. Two doors down, not that far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone to life, balance the scales. I'm not gonna get involved in any insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome. You can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to the corner where the children play. You can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense. Can you tell me what it means to be or not to be? You won't get away with fooling me. Can you help me walk that moonlight mile? Can you give me the blessings of your smile? I'll bring someone to life, I use all of my powers. Do it in the dark, in the wee small hours. I can see the history of the whole human race. It's all right there, it's carved into your face. Should I break it all down? Should I fall on my knees? Is the light at the end of the tunnel? Can you tell me, please? Stand over there by the cypress tree, where the Trojan women and children are sold into slavery, long before the first crusade, way back for England or America made. Step right in to the burning hell, where some of the best known enemies of mankind dwell. Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his axe. See the rawhide lass rip the skin from their backs. Got the right spirit, you can feel it, you can hear it. You've got what they call the immortal spirit. You can feel it all night, you can feel it in the morn. It creeps in your body the day you are born. One strike of lightning is all that I need, and a blast of electricity that runs at top speed. Show me your ribs, I'll stick in the knife. Gonna jumpstart my creation to life. I wanna bring someone to life, turn back the years. Do it with laughter and do it with tears. Bob Dylan und My Own Version of You. Das war die Sendung Musik für einen Gast. Sie hörten ein Gespräch mit dem Musikjournalisten Martin Schäfer. Falls Sie die Sendung nochmals anhören möchten oder sich für die gespielten Musiktitel interessieren, Sie finden alle Angaben auf der Homepage von Radio SRF 2 Kultur. Mein Name ist Röbi Koller. Vielen Dank fürs Zuhören. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch/kultur